Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das einzig Schöne ist, Katharina Dröger hat mit Sicherheit den Text gelesen. Und das ist dann beruhigend, weil dann kommen wir zu einer sachlichen Auseinandersetzung. Allerdings hat sie natürlich in ihrer Rede viel gesagt. Das liegt auch an der Sprachgeschwindigkeit. Dann waren wir zurück bei Deutsch als Sprache oder Fremdsprache. Aber sie hat nicht so viel zur Sache gesagt, nämlich nicht zu den Punkten, über die wir ja eigentlich reden wollten. Und deshalb möchte ich jetzt zur Sache kommen. Wir reden über CETA. Das ist gut, dass wir darüber reden. Und der Ansatz, den Sie hier vorgebracht haben, ist auch gut. Und ich will in Erinnerung rufen, dass wir in den langen Verhandlungen eine ganze Menge erreicht haben. Wir haben nämlich gerade bei dem Thema Schiedsgerichte, das war ja Ihr Leib- und Magenthema, liebe Katharina Dröge, viel erreicht, gerade durch den Druck, den wir hier als Regierungsfraktionen in der letzten Legislaturperiode gemeinsam, gerade mit Wirtschaftsminister Gabriel, aufgebaut haben, was wir weitergegeben haben an die EU-Kommission und was dann in TTIP eingeflossen ist. Und die Kanadier haben gesagt, wir machen es so, die Amerikaner haben es nicht gemacht und jetzt stehen sie etwas dumm da. Und das sind insbesondere drei Punkte. Wir haben jetzt ein stehendes Gericht mit Richtern, die professionelle Richter sind. Wir haben eine Berufungsinstanz eingeräumt. Wir haben transparente Verfahren. Und beim Thema transparente Verfahren will ich eines sagen. Das, was in CETA läuft und was in diesen Schiedsverfahren läuft, ist deutlich transparenter als das, was wir in nationalen Prozessen haben. Denn da können Sie in die Gerichtsakten nicht reinsehen, anders als das in Amerika und in Kanada und in eben diesen Schiedsverfahren der Fall ist. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Masi. Haben doch gerade schon so viel gesprochen. Das können wir dann. Ich frage Sie, ob Sie das erlauben. Wenn Sie Nein sagen, dann ist es Nein. Im Moment nicht. Ich bin so gerade in Fahrt. Ich will noch weitermachen. Und gerade wenn ich an den Kollegen Ernst denke, möchte ich da noch ein bisschen was zu sagen. Danach kann er fragen. Und deshalb ist es richtig, dass das, was wir erreicht haben, die Blaupause ist, nicht nur für Brexit, wo wir über Freihandelsabkommen möglicherweise reden müssen, und zweitens für andere Schiedsverfahren, für andere vergleichbare Situationen. Und dass diese unsere Überlegungen eingehen in die Pläne, auf UNCITRAL, auf UN-Ebene einen multilateralen Investitionsgerichtshof zu schaffen. Und jetzt komme ich zu Ihnen, und dann können Sie überlegen, ob dann die Zwischenfrage noch erforderlich ist, nämlich zu Ihrem Antrag von der linken Seite. Es ist nämlich eigentlich jeder Satz falsch. Wenn man das mal genau durchguckt, es geht los. Sie reden von Exklusivrechten für bestimmte Investoren. Nein, es geht nicht um Exklusivrechte. Es geht darum, eine Verfahrensvereinfachung hinzubekommen, damit nicht erst der Investor gegen seinen eigenen Staat und dann der Staat gegen den Gaststaat klagen muss. Das ist gelebte Subsidiarität. Das ist richtig so. Das ist das, was wir wollen. Und es geht zweitens auch nicht um eine Paralleljustiz. Das ist in der Debatte eben auch schon gesagt worden. Denn zwischenstaatlich gibt es überhaupt kein stehendes Gericht. Das schaffen wir erst. Und deshalb geht es nicht um die Parallele zu irgendwelchen Verfahren. Und dann schreiben Sie Ihren Antrag rein, es gehe darum, die Möglichkeit von Klagen und Schadenersatzansprüchen auszuschließen. Denn das hätte einen Chilling-Effekt. Ja, entschuldigen Sie mal, wenn Sie Recht verletzen, finde ich es richtig, dass dagegen geklagt werden kann. Was wollen Sie denn? Wollen Sie, dass einfach Recht unter Missachtung von Völkerrecht und Abkommen durchgesetzt werden kann? Nein, Rechtsschutz ist richtig, und wir müssen nur über die Ausgestaltung dieses Rechtsschutzes nachdenken. Und der dritte Punkt. Immer wieder wiederholen Sie, es gehe um die Großkonzerne. Auch das ist falsch. Die Großkonzerne können Niederlassungen einführen, die können Niederlassungen etablieren. Die brauchen weder CETA noch andere Freihandelsabkommen, sondern sie müssen es umgekehrt machen. Wir brauchen hier eine Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und genau in dem Punkt ist CETA gegenüber den bisherigen Abkommen und den bisherigen Investitionsschutzabkommen weiterentwickelt worden. Es geht um unsere Wirtschaft, deren Investitionen im Ausland wir unterstützen, deren Investitionen im Ausland wir fördern wollen. Herr Kollege Dr. Hürte, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst. Ja, das sofort. Jetzt hat er ja was zu sagen und zu meckern. Das wollen wir mal sehen dann. Ja, hier, das hatte ich vorher auch schon. Ich habe eigentlich nur eine ganz kleine, kurze Frage an Sie. Wenn ein bundesdeutsches Unternehmen hier investiert, kann es ja auch durch staatliche Willkür oder Ähnliches Nachteile haben. Das deutsche Unternehmen muss den deutschen Rechtsstaat bemühen, wenn es gegen diese Vorgänge staatliche Möglichkeiten klagt. Ein Unternehmen in derselben Branche, das nun aus Kanada käme, muss das nicht, sondern kann einen internationalen Schiedsgerichtshof
bemühen, wenn das alles so kommt, wie es geplant ist. Können Sie mir sagen, warum Sie ausländische Investoren gegenüber deutschen Investoren bevorzugen wollen? Da kann ich Ihnen gerne eine Antwort drauf geben. Das verlängert meine Redezeit, sonst hätte ich das nämlich von mir aus gesagt. Ich kann Ihnen da zunächst mal sagen, das ist genau der Grund, warum wir Schiedsgerichte brauchen, weil nämlich latent immer wieder auch in nationalen juristischen Systemen eine Voreingenommenheit gegenüber Ausländern besteht. Deshalb haben wir den Europäischen Gerichtshof eingeführt und deshalb sind Sie, gerade Ihre Fraktion, so dahinter hier zu sagen, dass Minderheiten und andere und Ausländer gegen Diskriminierung vorgehen können. Und gerade weil nationale Gerichte dies nicht immer machen, brauchen wir eine unabhängige Instanz, die dies überprüft. Und ich zitiere Ihnen gerne dazu, was die Stellungnahme des Richterbundes zu genau dieser Frage sagt. Sie sagt nämlich, nur dort, wo sich unerwartet die Verhältnisse in einem Land so ändern, dass der Investor unverdient rechtlos gestellt wird, kann die Völkergemeinschaft ein Interesse daran haben, einzugreifen. Und das müsse von einer neutralen Instanz beurteilt werden. Und das kann natürlich nicht der Staat beurteilen, gegen den Sie den entsprechenden Anspruch geltend machen. Und genau das ist der Grund, warum wir Schiedsgerichte brauchen. Ich kann anknüpfen, das ist auch der Grund, warum Sie sich... Na stopp, das ist glaub, auch der glaub, Grund... Die Frage ist beantwortet. Das ist, gerne, das ist auch der Grund, warum Sie eben die beiden Zwischenfragen nicht beantwortet haben. Denn Sie haben die Zwischenfragen der beiden Kollegen aus meiner Fraktion und der FDP-Fraktion deshalb nicht beantwortet, weil das beides in beide Richtungen geht. Es geht ja auch darum, deutsche Interessen, die Interessen deutscher Investoren in Kanada und Spanien zu schützen, vor möglicherweise, ich sage ja gar nicht, dass das missbräuchlich oder diskriminierend ist, sondern vor möglicherweise diskriminierenden Akten der ausländischen Verwaltung und der ausländischen Justiz. Und deshalb brauchen wir das. Diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Ich sage Ihnen, warum. Weil Sie die deutschen Interessen, die deutschen Arbeitnehmerinteressen bei Ihren Exporten nämlich nicht im Blick haben. Und das sollten Sie sich gerade als Linke Kollege, mal wirklich anhören. Herr Kollege Dr. Hirte, Sie scheinen sich zu kennen. Frau Dröge hätte auch gerne noch eine Zwischenfrage. Das ist nicht die erste Debatte in dieser Sache mit diesen Beteiligten. Frau Dröge, ja. Ja, vielen Dank, Herr Hirte, dass ich auch noch fragen darf. Meine Frage schließt sich ein bisschen an Ihren Dialog mit Herrn Ernst an, weil Sie haben ja jetzt erklärt, dass man aus Ihrer Sicht Schiedsgerichte braucht für das Thema Diskriminierung von ausländischen Unternehmen in nationalem Recht. Deswegen meine Frage, was hielten Sie denn von dem Vorschlag, wenn man dann die materielle Rechtsgrundlage bei den Schiedsgerichten alleine auf diesen Klagetatbestand Ausländerdiskriminierung begrenzen würde und weitere Klagetatbestände, wie zum Beispiel Fair and Equal Treatment, einfach außen vor lassen würde, weil wenn es nur um den Punkt Diskriminierung ausländischer Unternehmen geht, dann könnte man ja darauf, so wie es einige namhafte Juristen auch vorschlagen, unter anderem Professor Krajewski, der auch die Bundesregierung berät, dann könnte man genau damit diesem Tatbestand Rechnung tragen und ansonsten die missbrauchsanfälligen zusätzlichen materiellrechtlichen Grundlagen einfach weglassen. Ich sehe Fair and Equal Treatment und Diskriminierung als zwei Seiten derselben Medaille. Equal Treatment ist der Gleichbehandlungsgrundsatz und genau dieser Gleichbehandlungsgrundsatz soll für Inländer und Ausländer Anwendung finden. Darf ich weitermachen? Danke. Schauen wir noch einmal auf Ihren Vorschlag, weil da ist die auch Ideen drin, über die man reden kann. Da haben Sie zum Beispiel auf einen weiteren Punkt der Stellungnahme des Richterbundes hingewiesen, dass Sie sagen, wir bräuchten äquivalenten Rechtsschutz auch vor dem Investor. Und wir bräuchten Abkommen über internationale Rechtshilfe beim Austausch etwa von Informationen. Da haben Sie recht. Nur, und deshalb werden wir den Antrag mit Sicherheit ablehnen, das ist keine Frage, die direkt Bezug hat zu den Schiedsabkommen, zum Investitionsschutz, sondern das gehört an andere Stelle. Und das gehört nicht in den multilateralen Investitionsgerichtshof, den wir hier etablieren wollen und dessen Einrichtung wir in Anlehnung an CETA auch entsprechend unterstützen. Und wenn wir dann noch einen weiteren Punkt, wenn ich noch einen weiteren Punkt ansprechen darf, weil Sie gesagt haben, das sei nicht in Ordnung, dass wir erst die Personen aussuchen und dann wird das Recht geschaffen. Ehrlich gesagt, das ist der Normalfall. Wenn Sie 2000 Jahre Rechtsgeschichte zurückgucken, da wurden erst die Personen bestellt. Die haben das Recht geschaffen. Und der größte Teil der Welt folgt dem Common Law. Da ist es genauso. Vielleicht sollten Sie auch das mal nachlesen. Dann kommen wir irgendwann dazu, dass Sie merken, dass das, was wir gemacht haben, eine gute Sache ist und dass wir deshalb in dieser Richtung auch weitermachen werden und am Ende auch ein vernünftiges Abkommen ratifizieren werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hirte. Bevor ich den letzten Redner aufrufe, Sie werden gleich noch Gelegenheit haben, Ihre
Ihren Beitrag fortzusetzen, hat sich der Kollege De Masi